Jan Seifert, Alexander Roloff und Thomas Jäger haben das 6 Stunden ADAC Ruhrpokalrennen, den Saisonhöhepunkt der VLN, auf dem Nürburgring gewonnen. Bei sonnigem Eifelwetter siegte das Trio im Mercedes-Benz SLS von Rowe Racing vor dem Audi R8 von Räder Motorsport und dem Audi R8 von Phoenix Racing. Beim Start veränderte sich an der Spitze zunächst nichts. Polesetter Jan Seifert verteidigte die Führung vor Romain Dumas und Frank Bieler. Dahinter bog Christopher Haase vor Frank Stippler und Claudia Hürtgen in die erste Kurve ein. Nach der ersten Rennrunde führte Seifert im Rowe SLS mit 2,6 Sekunden vor Dumas und Haase. Der zweite R8 von Phoenix Racing mit Frank Stippler am Steuer musste seine Sieghoffnungen früh begraben. Bereits nach rund 25 Minuten steuerte der blau-gelbe Audi R8 mit Antriebsproblemen die Box an. Am Ende reichte es aber noch zum 6. Rang. Insgesamt war es ein reifenmordendes Rennen. Pech hatte der Durham McLaren. Nach einer knappen Stunde musste Kai Riemer sein Fahrzeug mit einem Plattfuß an die Box bringen. Am Ende war es Rang 5. Noch schlimmer erwischte es das Mantai-Team beim Renncomeback von Timo Bernhard. Zunächst ein Reifenschaden und dann noch ein Motorschaden. Ist ein bisschen schade, aber ich sag mal, ich habe immer noch ein bisschen Grinsen ins Gesicht, weil es hat mich natürlich gefreut, wieder im Rennauto zu sein. Ich habe viel Spaß gehabt, auch wenn es leider nur 3 Runden waren. Das müssen wir nächstes Mal auf jeden Fall deutlich erhöhen. Beim Rowe SLS hingegen lief alles nach Plan. Dahinter die Audi R8 von Phoenix und Räder. Diese lieferten sich einen heißen Kampf um die 2. Position, den der Räder R8 am Ende für sich entschied. Auch leichter Regen, rund 15 Minuten vor dem Ende, konnte den Sieg der Rowe-Mannschaft nicht verhindern. Alexander Roloff fuhr den 2. Saisonerfolg sicher nach Hause.